Die Welt im Jahr 2000. So wie sie französische Künstler sich 100 Jahre zuvor vorstellten. Mal eher zutreffend, mal eher weniger. Aber alles in optimistischen Pastelltönen. Und wie stellen wir uns die Zukunft heute vor? Viele unserer populären Zukunftsvisionen sind düster. Erzählen von einer Zukunft, in der sich die Technik zwar sagenhaft weiterentwickelt hat, in der die fliegenden Autos allerdings, wie im stilprägenden Film Blade Runner, durch trostlose Betonschluchten schlingern, wo neonleuchtende Reklametafeln der Megacorporations das Elend der Welt nicht überstrahlen können. Oder von der Apokalypse oder der Zeit danach, in der die letzten Reste der Menschheit, wie in Mad Max Fury Road, nicht nur um knappe Ressourcen, sondern auch um ihre Menschlichkeit kämpfen müssen. Warum blicken wir so düster in die Zukunft? Und steuern wir dadurch vielleicht sogar in eine falsche Richtung? Wir Menschen leben zwar in der realen Welt, haben aber auch die Fähigkeit, in unseren Köpfen Dinge und ganze Welten zu erschaffen, die es gar nicht gibt. Nicht-Orte. Utopien. Beim Nicht-Orte-Ausmalen sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Eine Galaxie weit, weit entfernt könnte einer sein. Oder Mittelerde. Oder der Garten Eden. Und viele weitere Welten voll von Magie und Göttern. Doch Utopien in einem engeren Sinne sind Geschichten, die von unserer eigenen Welt erzählen. Von einer schlechteren oder besseren Version von ihr. In der die Naturgesetze gleich geblieben sind, die Gesellschaft aber anders funktioniert. And it all starts with Thomas More when he wrote this book, which he called Utopia. It was published in 1516. What I really feel that he created was a new sort of way, a new perspective, a new way of looking at the world. Moros erzählt von der fiktiven Inselrepublik Utopia, in der vieles besser läuft als im Europa des 16. Jahrhunderts. Morus ist nicht der Erste, der sich Gedanken über eine bessere oder ideale Gesellschaft macht. Schon der griechische Philosoph Platon beschreibt in seinen Werken Nomoi und Politeia Modelle vom idealen Staat und spielt darin Konzepte wie die Abschaffung von Privateigentum und die Herrschaft eines Philosophenkönigs durch. Ähnlich soll an der Spitze der Medina al-Fadiya, dem Idealstaat des zentralasiatischen Philosophen al-Farabi, ein gelehrter Prophet stehen. Doch die literarische Fiktion von Thomas Morus wird oft als Startschuss für ein ganz neues Genre gesehen, dem ein bestimmtes Menschenbild zugrunde liegt. Utopia could never be born in the Middle Ages, because in the Middle Ages people believed that God was at the center of the universe and that God had decided our fate for us. So it could only be born in the Renaissance. It could be only the result of humanistic thinking. And this was what Thomas More discovered, that the human being is at the center of the universe, and the human being, by resorting to reason, is able to construct his own destiny. Doch verändern wir, die Architekten unseres eigenen Schicksals, unsere Welt und Gesellschaft wirklich zum Besseren? Da scheinen wir uns in letzter Zeit nicht mehr so sicher. Viele der großen, erfolgreichen Geschichten heute malen sich die Zukunft als schlechte Nichtorte aus. Dystopien. Schwieriger zu finden sind Geschichten von einer Zukunft, die tatsächlich einfach gut ist. In der sich Technik und Gesellschaft zum Positiven entwickelt haben. Wie in Star Trek.
wo die Menschheit Armut und Krieg zwischen Nationalstaaten hinter sich gelassen hat und die Helden es oft schaffen, Konflikte friedlich zu lösen. Beim Motorradfahren etwa spricht man manchmal von Target Fixation. Wenn wir uns so auf ein Hindernis fixieren, in das wir auf keinen Fall hineinfahren wollen, dass wir gerade deswegen genau darauf zusteuern wie auf Schienen. Könnte es sein, dass wir, wenn wir so viele düstere Zukunftsvisionen haben, genau den gleichen Fehler machen? Warum erzählen wir überhaupt so viele düstere Geschichten? Erster Versuch einer Erklärung: Storytelling Basics. Einmal bieten sich apokalyptische Extremszenarien an, um eine große Frage zu stellen. Wer sind wir Menschen im Kern, wenn all die Schichten der Zivilisation und Moderne entfernt worden sind? Und zum anderen, klassische Hollywood-Geschichten folgen oft einem bestimmten Muster. If we're thinking of films, then there's always room for a hero. Someone will save the world. And in fact, if you think of it, most of the dystopias that we have on film, they are critical dystopias. They are not really dystopias in the sense that there's always a sort of a light at the end of the tunnel. So there's a hero who is going to save the world. Daenerys oder Katniss Everdeen brauchen eine Herausforderung. Ein Drachen, den es zu besiegen gilt, eine dystopische Welt, die überwunden werden muss. Solche Heldenreisen haben im Normalfall ein Happy End. Doch was danach kommt, wie das Happy Ever After aussieht, bleibt meistens vage. Vielleicht ja auch, weil es gar nicht so einfach ist, sich auszudenken, wie die bessere Welt funktionieren sollte. Das wäre eine weitere, irgendwie beunruhigendere Erklärung. It's much easier to write or to imagine a dystopia than a utopia because of the difference between perspective and extrapolative thinking. So with dystopias, it's just, you know, dystopias are fed with what happens every day. So just look at Europe today or the world today. It's so easy to say, well, we are doing this bad today, then it will get worse in the future. Laut einer Studie mit 7000 Beteiligten aus dem Jahre 2023 sehen junge Menschen in Europa zunehmend pessimistisch in die Zukunft. Knapp über die Hälfte glauben sogar, dass es ihnen schlechter gehen wird als ihren Eltern. Das Ungleichheitsempfinden wächst. Vertrauen in nationale Politik schwindet. Auch wenn wir uns positive Zukunftsentwürfe, wie sie etwa im Futurium in Berlin zu sehen sind, wünschen. Nachdenken über die Zukunft ist oft auch ein Nachdenken über heutige Probleme. Dystopien sind ja eigentlich dafür berühmt, und die berühmten Dystopien tun das ja auch. Sie liefern eine Analyse der Probleme ihrer Gegenwart. Insofern, es gibt viel dystopisches Denken, aber ich denke, in diesem dystopischen Denken sind halt auch tatsächlich relevante Probleme adressiert. 1984 ist berühmt für die Überwachungsgesellschaft. Heute fehlt uns vielleicht eher eine Dystopie, die in aller Schärfe eben die Überwachung von heute adressiert, benennt und zu einer Geschichte verdichtet. Und damit sind wir bei einer weiteren Erklärung, dass ein düsterer Blick in die Zukunft heute einfach realistisch und dringend nötig ist. Eine ziemlich schlimme Dystopie, finde ich, wäre, dass die Welt sich so weiterentwickelt, wie sie sich im Moment gerade entwickelt. Nämlich, dass wir viel zu wenig tun, um den Klimawandel zu stoppen, zu verlangsamen. Dass es immer mehr Ungleichheit auf der Welt gibt. Dass demokratische Staaten immer weniger Handlungsfähigkeit haben und wenige globale Konzerne immer mehr Handlungsfähigkeit haben. Also dass es weitergeht, wie es jetzt gerade läuft, wäre für mich eine sehr dystopische Welt. Klimawandel, Seuchen und verschiedene Spielarten der Apokalypse. Die Schere zwischen Arm und Reich. Die Macht großer Konzerne. Das Erstarken autoritärer Herrscher, Totalüberwachung, Angriffe auf Minderheiten und Frauenrechte oder neue Technologien wie Genmanipulation, Robotik und KI. Das alles bietet viel Stoff für neue Dystopien und lässt alte weiter aktuell bleiben.
Wir haben zum Beispiel im politischen Bereich viel zu wenig dystopisches Denken, sondern im politischen Bereich gerade dieses Denken, es wird sich schon lösen lassen und es wird schon so bleiben können, wie es gerade ist. Also daher, für mich ist es eher so, dass dystopische Denken fehlt in der Politik, aber im literarischen Feld haben wir viele Dystopien und wenig Utopien. Gerade die Vorstellung, dass die Technik es schon irgendwie richten wird, ist dabei weit verbreitet. Klar, technologischer Fortschritt kann unser Leben radikal verbessern. Doch die Frage dabei ist immer, wer die Entwicklung steuert, wer Zugang zur Technik hat und wofür wir sie einsetzen. Für mich ist so ein Bild, was das ganz wunderbar zeigt, ein sehr altes. Es gab im Jahr 1910 so einen sehr berühmten Band, der hieß Die Welt in 100 Jahren, also 2010. Und da gibt es einen Artikel, der beschäftigt sich mit den Kolonien in 100 Jahren. Und da sieht man ein wunderbares Bild, wo sogenannte Lufthäuser 100 Meter über der Erde schweben, also Kolonialstil Villen. Und dann steht im Text dazu, ja, also um den Krankheiten, dem Schmutz und dem Elend in den Kolonien zu entfliehen, werden die Menschen sind dann diejenigen, die die Kolonien beherrschen, in Lufthäusern in 100 Meter Höhe leben. Und das ist ja genau das Phänomen, was wir heute, nur dass es uns nicht auffällt, oft auch haben. Neue Technologien für alte Probleme. Und doch. Leben wir heute nicht in einer Welt, die den Menschen vor Hunderten oder Tausenden von Jahren trotz all unserer Probleme und Herausforderungen wie ein Schlaraffenland vorgekommen wäre? In der eben nicht nur die Technik weiterentwickelt ist, sondern es der Gesellschaft und dem Menschen im Großen und Ganzen auch besser geht? Everything that we have nowadays, everything that we have was a utopia in the past. I'm thinking of, you know, the field of human rights, slavery. The abolishment of slavery was seen as a utopia. Even gender equality, what else? Even the cure for diseases, all sorts of technological and scientific devices, well, scientific utopias. Well, there was this dream that one day human being would be able to fly, and it was dismissed as impossible. Wäre es dann nicht gerade heute besonders wichtig, auch wieder mehr und neue Utopien zu haben? Nicht nur darüber nachzudenken, wohin wir nicht lenken wollen, sondern auch wohin? Vielleicht ja sogar wieder mal eine neue große Erzählung. Eine von allen geteilte Sicht darauf, wie die Welt funktioniert und wie wir sie besser machen können. Die eine beste Utopie. Wie könnte die aussehen? So I hate this question. I always refuse to answer it. People who only have one favorite book, it's inevitably like The Fountainhead or The Bible or Mein Kampf. I have like 3,000 favorite books. I have 3,000 favorite utopias. If you meet someone who only has one favorite utopia, run like hell. Für Hitler und die Nationalsozialisten war die eine Utopie in Mein Kampf skizziert als ein tausendjähriges Reich mit der neuen Hauptstadt Germania. Leni Riefenstahl lieferte dafür die Bilder. Ihr Triumph des Willens inszenierte den NS-Reichsparteitag als utopische Veranstaltung mit Hitler als übergroßer Führerfigur. Für den Philosophen Karl Popper war die Idee von einer idealen Gesellschaft, egal welche Ideale ihr zugrunde liegen, grundsätzlich hochproblematisch. Unter anderem deswegen, weil Umformungen der Gesellschaft nach einer einzigen Vision nur mit einem starken, zentralisierten Machtapparat durchzusetzen seien und so schnell in die Diktatur führten. Vielleicht ist das Problem also nicht, oder nicht nur, wie unsere Insel-Utopia aussehen könnte, sondern allein schon die Reise dahin. Etwa der Weg aus der schlechteren in die bessere Welt. What I think we're really lacking are detailed stories that explain how you get from one to the other. I think that's what made Kim Stanley Robinson's Ministry for the Future so groundbreaking, and it's what I tried to do in The Lost Cause. It's like actually showing people
building not just like a hero's journey, not just like an individual path through adversity, but like a systemic change being undertaken and showing the whole ugly course of the systemic change with reversals and counter-reformations and the hard collective action problems and what you do with the losers, you know, that I think is the thing that we lack imagination for. Statt dem einen heroischen Schwerthieb, der den Kopf des Drachen abtrennt und dem Happy Ever After, also mühsamer Wandel und komplexe Lösungen auf dem Weg zur Utopie und vielleicht auch als Utopie? We have a complex society where we have many actors, different actors. So we have laws, we have government, but we also have private initiatives. We have groups of activists. So we are not talking about hierarchies, we have polyhierarchies. And if we think of society in these terms, then we can see that there's always room for utopian thinkers. This idea that history was what was driving progress, it has been replaced by the idea of space, and the idea of connections and the idea of complexity. So the future will be created by different actors that can even contribute with very different and antagonic ideas. Yeah, we have many micro-utopias, and it's a good thing that we don't have grand narratives anymore, because my grand narrative could not be yours. My favorite utopia is an account of an imaginary country published on the internet, and its name is Burgonia. Instead of offering a blueprint for us to live peacefully together, it presents many solutions which coexist, complement each other, and sometimes even contradict each other. What I like about Burgonia is that it makes it obvious that there is not a single solution, but different ways for us to live together. Ob damit auch Popper zufrieden wäre? I would say that if Popper were alive today, he'd be more utopian, because utopia has changed over time. I would say over the past 70, 80 years, it has really changed. It's as if utopia had integrated all the negative things that were pointed out by people who were criticizing utopia. Wenn wir dann nicht mehr nach der einen, alles überstrahlenden Idee Ausschau halten, dann finden wir doch eine ganze Reihe utopischer Geschichten und Projekte. The basic income, for instance, it was seen as a total utopia in the sense of an impossible dream. And it is now being discussed in Davos at World Economic Forum. For instance, here in Portugal, a utopia which is being discussed is the possible reduction of our work week to 4 days. And people are experimenting. Why don't we call these things utopias? Es gibt überall auf der Welt Menschen, die sich Gedanken machen, wie sie in einem lokalen Kontext Dinge besser machen können. Ja? Also das, was man auch die realen Utopien nennt, im Kleinen haben wir fantastische Ideen. Das Problem ist eher, in einem Kontext, in dem alles ein Markt werden muss, müssen all diese wunderbaren Ideen eigentlich wieder Produkte auf Märkten werden. Denn so ganz stimmt es vielleicht doch nicht, dass die Zeit der großen Erzählungen heute vorbei ist. Wir leben in der Welt von einer großen Idee, einem Narrativ, was sich so sehr durchgesetzt hat, dass wir nicht mehr sehen, dass es ein Narrativ und eine Ideologie ist. Und das ist das Narrativ des freien Marktes. Der britische Philosoph und Autor Mark Fisher prägte dafür den Begriff Capitalist Realism, also kapitalistischer Realismus, und schrieb, es sei einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Der erscheine uns heute so zwingend, dass wir nicht mal mehr versuchen würden, uns Alternativen auch nur vorzustellen. Ohne Kapitalismus keine Welt. Ein mächtiges Narrativ, das den Denkraum verengt. Well, I think narratives do drive our sense of what's possible. They drive our imagination. And I think that it's useful here to distinguish between, like, I hate to use jargon, but hegemonic and counter-hegemonic narratives. So think about the neoliberal revolution of the 1970s and 80s, which was led by, like, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Brian Mulroney. And the rallying cry
of the neoliberal movement was Margaret Thatcher's dictate that there is no alternative, right? So not only was it a story about how the world should be, it was a story about how the world must be, about the idea that you couldn't have any other world. What she meant by there is no alternative is don't you dare try and think of an alternative. If you're telling the story that there is only one possible story, that there is only one way, that there is no alternative, that humanity is running on rails, the great forces of history are compelling us forward, that we can't change it, that we are, you know, pathetic dots trapped in the, you know, tides of history, then you are telling a kind of narrative that I think is quite wicked. Am Ende ist es vielleicht also gar nicht so entscheidend, ob wir uns Geschichten von einer besseren oder schlechteren Welt erzählen, sondern ob diese Erzählungen ausloten, welchen Einfluss unsere eigenen Entscheidungen auf die Zukunft haben. Ob wir daran Gestalter der Zukunft sind oder es stur auf Schienen geradeaus geht. Eine Zukunftserzählung, die man anti-utopisch nennen kann. Okay, so on the one hand we have utopia. And utopia is about hope. It's about trust in our human capacity to imagine a better future and to construct it. Utopian images are meant to inspire us to take action. And then you have dystopia. And dystopia offers bleak images of the future, a future that we want to avoid for sure. And normally people think, well, they are the opposite, but they are not. In fact, they are siblings because they have the same intention, and the intention to make us take action. And then we have anti-utopia. So on the one hand we have utopia and dystopia, on the other hand we have anti-utopia. And anti-utopia is quite the opposite of utopia because it's all about distrust. Distrust in our human capacity of imagining alternatives. So the utopian, anti-utopian argument is we shouldn't try to change. There are no alternatives. We live in the best possible world. So they are quite the opposite. The world is full of anti-utopians and we need more utopians. Wie wir Geschichten verstehen, ist natürlich auch eine Frage der Interpretation. Und doch lassen sich anti-utopische Elemente in erstaunlich vielen Geschichten finden. Die Riege der Marvel-Helden beispielsweise, Iron Man, Thor und Co., nutzen ihre sagenhaften Kräfte und Erfindungen nicht vor allem dafür, eine bessere Gesellschaft aufzubauen, sondern um die bestehende Ordnung gegen Bedrohungen zu verteidigen. Die Bösewichte sind es, die die Gesellschaft verändern wollen. Doch das Drehbuch lässt sie dabei früher oder später immer nur zu Gewalt oder Massenmord greifen. Und auch auf Menschen selbst kann man anti-utopisch blicken. Eine Sicht, die dann wiederum vielen düsteren Zukunftsvisionen zugrunde legt. Eigentlich sind diese ganzen Filme unglaublich altmodisch, weil ihnen dieses Bild zugrunde liegt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Das ist seine unveränderbare Natur. Eine Ansicht, die einen zu dem Schluss verleiten könnte, nur die Technik könne sich weiterentwickeln, nicht aber die Gesellschaft. Ja, sogar, dass Fortschritt es nur einfacher mache, andere Menschen zu unterdrücken oder zu töten. Ein solch negatives Menschenbild kann einen auch die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen ablehnen lassen. Weil man glaubt, alle würden dann zu faulen Schmarotzern. Klar, naiv sollte man auch nicht sein. Menschenrechtskonvention, UN, EU, Demokratie. All das sind mühsam und mit vielen Rückschlägen entwickelte Utopien, die nicht zuletzt unsere dunkleren Impulse im Zaum halten oder einen Ausgleich egoistischer Interessen ermöglichen sollen. Nötig, aber doch von uns selber entwickelt und mit Potenzial, noch deutlich besser zu werden. We think of democracy as the utopia that has been fulfilled. But in fact, utopias always offer what I would call transitory truth. So we don't have, you know, a final truth. And also, democracy is a process. And then there are so many things going on. Particularly when I'm thinking in special of the European Union, because the European construction really was a utopia, and it's still in the process, and we know that it's in danger nowadays. And that has to do, not, the problem is not with the democracy, the problem is not with the European Union, is with the use that we make of it. Unsere Welt ist heute eine andere als vor 100, 1000, 10.000 Jahren. Nicht alles hat sich dabei durch unser Handeln zum Besseren entwickelt. Doch genau das zeigt uns, wie sehr wir Einfluss darauf nehmen können, wohin die Reise geht
dass wir weder vor der Zukunft resignieren sollten, noch einfach darauf vertrauen, dass der Fortschritt oder der Markt das schon regeln werden. Dass wir, auch wenn der Weg in eine bessere Welt mühsam und komplex sein mag, keine einfache Heldengeschichte, doch so viel wie möglich gemeinsam darüber nachdenken sollten, wohin wir steuern wollen. Utopia is something that you put on your horizon. You take 10 steps toward it and then your horizon walks 10 steps away. You take 10 steps more and then Utopia walks 10 steps away. So what are utopias for? They make us walk. Und so sind Utopien auch heute noch Ausdruck einer vielleicht erschreckenden, aber doch auch ermutigenden Erkenntnis. Wir sind für unsere eigene Zukunft verantwortlich.